Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Fallschirm und Partner, und in diesem Video erkläre ich genau, wie man eine neue Marke, einen neuen Namen für die neue geplante Marke findet. Wenn Sie einen neuen Namen für ein Produkt oder eine Firma suchen, dann sollten Sie in der ersten Brainstorming-Phase, wo Sie die eben verschiedenen Namenskandidaten herausfinden, möglichst viele Kandidaten generieren, denn später im Laufe des Verfahrens, wie man einen Namen dann wirklich festlegt oder findet, können leicht 90% der ursprünglich generierten Namensideen eliminiert werden. So dass es eben am Anfang ganz wichtig ist, dass man ganz viele Namenskandidaten hat, an denen man auch emotional nicht an einzelnen Kandidaten hängt und noch möglichst emotional losgelöst von diesen ganzen Namenskandidaten ist. Wie findet man nun überhaupt Namenskandidaten für eine neue Firma oder ein neues Produkt? Hier gibt es verschiedene Techniken. Zum einen kann man geläufige Namen für fremde Sinninhalte nehmen, zum Beispiel Apple für Computer oder Trumpf für Schokolade. Man kann auch geläufige Begriffe verfremden, zum Beispiel Telekom statt Telekommunikation oder Google statt Google. Dann kann man noch Worte einfach aus ganz fremden Sprachen wählen, also aus Kiswahili oder aus Latein, Sprachen, die den normalen Verkehrskreisen nicht geläufig sind. Dann kann man noch Akronyme nehmen, also zum Beispiel Haribo für Hans Riegel Bonn. Dann kann man natürlich die Namen der Firmengründer nehmen oder die mit der Firmengründung zu tun hatten, also zum Beispiel Henkel oder Bayer. Und dann kann man natürlich komplett künstliche Worte versuchen zu erschaffen, und da gibt es Agenturen, die sich genau darauf spezialisiert haben, wie zum Beispiel die Endmark GmbH in Köln, mit der ich gerne zusammenarbeite. Die hat zum Beispiel Namen wie Cerveis oder Vox oder Tiguan oder Opel Mokka oder Opel Adam, lauter so verschiedene Namen generiert. Bei der Namensfindung sollte man auch darauf achten, dass die einzelnen Namenskandidaten nicht für die Waren und Dienstleistungen, die man geschützt haben möchte, beschreibend sind, denn sonst werden die Marken nicht eingetragen. Am besten generiert man diese Namen in einem Team, wo jedes Teammitglied genau diese Methoden an die Hand bekommt und möglichst viele Namenskandidaten generiert. Und dann trägt man diese Namenskandidaten zusammen und eliminiert im Team erstmal spontan diejenigen Namen, die sich schwer aussprechen lassen oder wo man von vornherein weiß, die haben irgendwie eine komische Bedeutung in einer wichtigen Sprache. Also überall da, wo ein Teammitglied spontan Bauchschmerzen oder Bedenken hat, die sollten gleich in dem Schritt eliminiert werden. Nach meiner Erfahrung ist es sinnvoll, dass man wenigstens 20 bis 30 Namenskandidaten in die folgende Überprüfung schickt, um dann nachher 2 bis 3 Namenskandidaten übrig zu haben, die man dann eben als Marke anmelden kann, unter denen man sich dann entscheiden kann. Der erste Schritt, der jetzt stattfindet, ist eine schnelle Recherche bei Google oder TMView nach ähnlichen älteren Marken. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, also einfach in YouTube nach Markenrecherche suchen. Da habe ich gezeigt, wie man mit der Datenbank TMView selbst nach älteren Marken recherchieren kann. Und das ist ein guter erster Schritt, um erstmal per Google und TMView diejenigen Marken zu eliminieren, die eben ganz offensichtlich schon vielfach besetzt sind und wo es schwierig würde, die eigene Marke gegenüber den älteren Marken durchzusetzen. Dadurch fallen in der Regel schon sehr viele Kandidaten raus. Und dann ist der nächste Schritt, entweder je nach Kosten halt eine vom Anwalt durchgeführte Ähnlichkeitsrecherche. Das kann eben irgendwo je nach Anbieter zwischen vielleicht 500 Euro und 5000 Euro kosten, auch je nach Umfang, ob man das jetzt deutschlandweit, europaweit oder weltweit durchführt. Aber da muss man sich eben schlau machen, welchen Anbieter man da wählt und was das kosten würde. Und dann eliminiert man eben dadurch wieder aus diesem Pool, aus den übrig gebliebenen Marken, Namen, wenn eben der Anwalt sagt, dass er Bedenken hat bei einem bestimmten Kandidaten, dann muss man den halt eliminieren. Und dann gibt es noch eine weitere Prüfung, nämlich die linguistische Prüfung, wo man eben die übrig gebliebenen Namenskandidaten
einem Linguisten übergibt oder einem Team von Linguisten, die eben in den wichtigsten Muttersprachen zu Hause sind und die dann eben spontan sagen können, okay, das heißt jetzt irgendwie was ganz Schlechtes in eben einer bestimmten Sprache. Da gibt es gute Beispiele aus der Vergangenheit. Also zum Beispiel hat Toyota mal ein Auto MR2 nennen wollen. Das hört sich erstmal ganz unverfänglich an, aber wenn man das eben auf Französisch ausspricht, MR2, Merde, dann heißt das eben Scheiße und das ist natürlich nicht so gut für einen Namen für ein Auto. Dann bleiben eben am Schluss so 2 bis 3 Kandidaten übrig, die man dann eben den Entscheidern am besten erst dann auch vorstellt, also zum Beispiel dem Vorstand, der Geschäftsführung, sodass eben die Geschäftsführung oder der Vorstand gar nicht die Chance haben, sich in anderen Namenskandidaten schon vorher zu verlieben, die dann eben eliminiert werden müssen. Und dann kann einer dieser Namen dann eben als Marke angemeldet werden. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video erklären, wie man Namen für neue Marken oder neue Namen für Produkte oder Firmen findet. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu diesem Video haben, gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.